Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 14. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und hat eine Verbindung zum Stern Akubens. Das ist wichtig heute klar und deutlich uns ausdrücken. Wir brauchen uns nicht verstecken, also wir sollen Offenheit zeigen und offen unsere Meinung mal sagen. Mond nähert sich zum nächsten Sternbild und das ist Hydra, der Wasserschlange, und das hat mit Lügen was zu tun. Das ist nicht die Energie für den heutigen Tag, aber es nähert sich. Das bedeutet, in den kommenden Tagen sollen wir achtsam sein, welche Informationen wir bekommen und die Frage stellen, ist es die Wahrheit oder ist es eine Lüge? Mond nähert sich auch zu aufsteigenden Mondknoten. Das sind Chancen, Möglichkeiten, ein Bereich, wo wir uns noch nicht auskennen. Ein Neuland, das trifft uns alle, aber in erster Linie die Löwengeborenen, die Widergeborenen und die Schützengeborenen. Mond hat gerade eine abnehmende Mondphase und es eignet sich ganz gut zum von etwas trennen, loslassen, bereinigen, kündigen oder abnehmen. Die Scheinbewegung, die Sonne, befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und hat einen Einfluss von Sternbild Schiff Argo. Mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren, die goldenen Felder wieder zu holen. Und wieder symbolisiert auch Neubeginn und Neuanfang. Und dieses Schiff Argo ist natürlich auch die Bewegung. Und das sollen wir auch im Klaren sein. Das bedeutet, das hängt alles zusammen, die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen und ein Neubeginn starten. Das zeigt diese Zeitqualität. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder und hat eine Verbindung gehabt mit einem Stern. Und dieser Stern heißt Baten Kaitos von Sternbild Walfisch. Und das hat bedeutet, dass etwas, dass jemand einen Einfluss nehmen will für unser Leben und versucht etwas vorschreiben, etwas befehlen. Und wir sollen da Nein zu sagen. Diese Energie, diese Verbindung lässt nach und unserem Planet Erde nähert sich zum nächsten wichtigen Stern und dieser Stern heißt Alpherg. Diese Alpherg befindet sich nicht im Tierkreiszeichen Widder, aber wirkt in diesem Bereich, wo unserem Planet Erde sich bewegt. Alpherg ist ein Stern in Tierkreiszeichen Fischen und hat eine wichtige Bedeutung, verbindet die beiden Fischen miteinander, die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch, wie ein Nabelschnur. Das sind die Verbindungen. Und die Richtung bewegt sich gerade unserem Planet Erde und da sollen wir in die nächste Zeit achten. Die Verbindungen suchen oder annehmen, entweder die Brücke bauen zu jemandem oder wenn jemand den Kontakt zu uns sucht, das auch pflegen, weil das hat eine Bedeutung. Das kann auch unterstützend sein und hilfreich, weil das gibt uns Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter unseren Füßen und da kommt diese Bestätigung, diese Unterstützung. Und es nähert sich nicht heute, aber es kommt noch. Also das sind die Einflüsse von außen und die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben gerade Möglichkeiten und Chancen. Aber die Tierkreiszeichen Löwengeborenen sind noch unsicher und sie sollen diese inneren Unsicherheit überwinden oder die Umstände sind noch etwas unsicher und die Löwengeborenen haben Angst, enttäuscht zu werden.
Hier soll man diesen Gefühlen überwinden, im Vertrauen bleiben und auch mal mutig zu sein, diese Chancen auch wahrzunehmen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen fühlen sie sich kraftlos. Es bewegt sich nicht so, wie die Jungfrau-Geborenen das wünschen. Im Liebe-Partnerschaft haben sie Themen gehabt. Das verbessert sich zurzeit. Aber diese Müdigkeit, diese Kraftlosigkeit ist noch spürbar. Kann auch bedeuten, weil das hat mit Bewegung etwas zu tun, dass wir nicht so bewegen können, wie wir das möchten. Oder kann auch die Auto bedeuten, dass gerade eine Autoreparatur vorsteht. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Oder ein angenehmes Ereignis, eine Überraschung oder Einladung oder ein Geschenk oder Begegnungen. Die Wagengeborenen haben eine tolle Ausstrahlung, gerade haben Erfolg und sie werden wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen werden auch wahrgenommen in die nächste Zeit und sie haben mal grundsätzlich Glück. Heute fühlen sie sich ein bisschen eingeschränkt oder unsicher. Aber das verbessert sich schon in die kommenden Tagen. Die Skorpiongeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten, die Ruhe bewahren, weil in Ruhe liegt die Kraft und das brauchen die Skorpiongeborenen gerade, diese inneren Kraft und im Vertrauen bleiben, dass in die kommenden Tagen verbessert sich das etwas. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist etwas unbeweglich. So ähnlich wie bei Jungfraugeborenen, es geht nichts voran. Das kann auch die Bewegung sein, wie Sport, Aktivitäten oder kann das Auto bedeuten, dass das Auto nicht läuft. Also sie sind gehindert gerade in Bewegung. Kann auch bedeuten für die Schützengeborenen, dass jemand, ein Einfluss kommt von außen und versucht mit dem Schützengeborenen einen Streit zu provozieren. Also hier brauchen die Schützengeborenen Kraft und Mut und sich mal auch behaupten und zu ihren eigenen Werten zu stehen, weil hier besteht eine Lernaufgabe, die Wertschätzung, aber auch von anderen diese Wertschätzung zu verlangen. Angenehme Nachricht ist zum Erwarten, trotz allem, also ein guter Gespräch und kommen auch Veränderungen und da wird ein Glück sein, neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Türen öffnen sich bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sich unsicher oder die Umstände sind noch unklar oder unsicher. Sie sollen das überwinden, diese inneren Unsicherheit, diese Zweifel auch. Und auf den Kleinigkeiten achten, kleinere Veränderungen, weil da liegt der Erfolg. Eine kleine Reise ist möglich oder ein Besuch und das hat auch einen Vorteil. Also die Verbindungen suchen im vertrauten Umgebung oder in Verwandtschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität und Struktur. Und sie sollen auch ihre Chancen bewusst wahrnehmen und auch aktiv sein und im inneren Gleichgewicht bleiben und diese Chancen mutig auch wahrnehmen und etwas Neues beginnen oder etwas verändern. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt auch Unklarheiten und Unsicherheiten momentan. Das Beste ist für die Fischengeborenen, wenn sie warten noch bis in die kommenden Tage, dass in Form kommt oder eine Bestätigung kommt oder die Kraft ist wieder da. Und heute sollen einfach mal unbeschwert die Tage genießen. Die Fischengeborenen brauchen Lebensfreude gerade und es gibt Kraft. Die Tierkreiszeichen wieder Geboren kommt ein Entgegenkommen, kommen Verbindungen und es hilft auch in die Liebe Partnerschaft, aber auch bei der Arbeit und sie können gerade einen Vertrag unterschreiben, das hat einen Vorteil. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen erleben die Tag wie unbeweglich, geht nichts voran, sie sollen auch warten bis in die kommenden Tagen, dass ein Form bekommt und auch eine Bestätigung kommt. Und ein wichtiges Thema ist bei den Stiergeborenen gerade Liebe, Partnerschaft.
Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Chancen und Möglichkeiten und Umbrüche und Veränderungen und gute Gespräche oder Einladung oder ein Geschenk, eine Reise. Also ändert sich alles im Guten und diese Leichtigkeit und diese Begeisterung sollen die Zwillingsgeborenen auch genießen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist etwas ruhig momentan, aber in den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung, worauf die Krebsgeborenen achten sollen, kein Vertrag unterschreiben gerade. Das gilt nicht nur für die Krebsgeborenen, sondern auch die Steinbockgeborenen mit Verträgen eher warten oder noch etwas überprüfen. Also nicht unüberlegt handeln und unterschreiben, das kann auch ein Nachteil sein. Diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Ändert sich auch Tag zu Tag, Stunde zu Stunde. Jeder Moment ist einzigartig. Aber es ist immer noch zu allgemein beschrieben. Wenn Sie Interesse haben, was bei Ihrem Leben passiert oder was kommt Jahr 2018, das kann ich natürlich ganz ausführlich beschreiben. Und ein Jahreshoroskop, eine Jahresanalyse, natürlich, es ist möglich, das jetzt schon bestellen. Es ist nicht mit Jahreshoroskop zum vergleichbar, weil ein Jahreshoroskop bedeutet ein neues Lebensjahr. Aber Jahr 2018 mal ausführlich beschrieben, wie das Jahr verläuft, das natürlich, es ist auch interessant und es ist möglich. Und Sie können gerne das schriftlich oder auch telefonisch bei mir bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch die Kontaktdaten. Manchmal geht es nicht um Prognosen oder schicksalhafte Ereignisse, sondern oft kommen Fragen, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, kommt er wieder zurück oder liebt er mich noch oder sehe ich ihn die Tage oder bekomme ich die Arbeit, soll ich umziehen und diese Alltagsfragen, wo auch sehr wichtig ist, das ist nicht zeitaufwendig zu beantworten und dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung und das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Stellen Ihre Frage. Ich beantworte das blitzschnell und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.